Geld verdienen. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht möchte. Ich glaube, jeder Mensch möchte gerne viel Geld verdienen. Und zwar verdienen. Weil ich habe sehr, sehr viel darüber zu sagen, weil mir immer wieder Dinge auffallen, die euch und mich auch früher davon abgehalten haben, viel Geld zu verdienen. Und ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor für die, die mich noch gar nicht so gut kennen. Ich bin seit 5 Jahren jetzt hier im Online-Business tätig, habe auf diesem Weg schon ganz, ganz viele Leute darin begleitet und bestärkt, dass sie ein Leben nach ihren eigenen Regeln, nach ihren eigenen Vorstellungen sich selber kreieren und manifestieren können. Und das Allerwichtigste, der allerwichtigste Hintergrund ist, es kommt darauf an, wer du bist. Und zwar nicht, wer du tust zu sein oder wer du vielleicht mal eine Zeit lang vorgibst zu sein, sondern wer du ganz, ganz tief in deinem Herzen, in deinem Innersten, in deiner Überzeugung glaubst zu sein. Und jeder Gedanke, den du hast, an Zweifel oder an ich bin vielleicht nicht gut genug oder an es reicht womöglich noch nicht oder ich muss noch mehr machen oder schwingt in jedem Wort, das du sagst, mit, schwingt in jedem Moment aus dir heraus. Du bist ein offenes Buch und die Menschen können es lesen. Manche bewusst und manche unbewusst. Aber es bleibt ein Eindruck. Du hinterlässt immer einen Eindruck. Einen Ausdruck deiner selbst ist dein Eindruck. Ich kriege einen Eindruck von mir und es ist der Ausdruck von dir. Und all die Sachen, die du denkst in deinem Kopf, alles, was du nicht sagst, alles, was du verheimlichst, alles, was du versteckst, drückst du dennoch aus. Weil so funktioniert unser Universum. Unsere Energie lügt nie. Manche versuchen es zu packen, über Aura-Chirurgie das zu ändern. Aber das funktioniert immer nur teilweise. Es ist nie stabil. Ein stabiler Shift findet dadurch nicht statt, wenn du anfängst, irgendwie rumzudoktern. Sondern dir muss klar werden, dass du jeden Moment die Person bist, von der du glaubst, die du bist. Glaubst du, du hast zu wenig Geld? Glaubst du, du bist zu wenig gesund? Egal, welche Gebrechen du hast, egal, wie viel dir Schmerzen gerade dein Körper bereitet, egal, wo es herkommt, egal, woher du deine Rückschlüsse nimmst, es strömt aus dir raus als das, was du bist und das wird wahrgenommen. Der Grund oder der Anlass für dieses Video heute ist eine wunderbare Frau, die vor vielen Jahren mal mit mir gearbeitet hat und die ich immer wieder sehe auf meinem Weg. Und sie ist wie ein Kuhschwanz. Und ich kenne alle möglichen gehypten Coaches hier online in der deutschsprachigen Welt. Und ich weiß, nur wenn ich einen Post oder irgendetwas von ihr kurz sehe, weiß ich, mit wem sie arbeitet. Weiß ich, was gerade ihre Erlaubnisgeber sind, um endlich groß zu werden in ihrem Business. Und das funktioniert nicht, weil du, wenn du so unterwegs bist, und versuchst, von Leuten zu lernen, die scheinbar Erfolg haben, ist es nicht, weil sie irgendwelche Wordings brauchen, weil sie irgendwelche Geschichten erzählen, weil sie, sondern sie haben Erfolg, weil sie in sich die Überzeugung über ihren Wert angenommen haben. Und zwar als komplettes, wertvolles Divine Design Selbstkonzept.
Und das ist der Schlüssel. Und zwar komplett, ohne irgendwie noch zu suchen, ohne einen anderen Erlaubnisgeber als sich selbst, als das Prinzip der Schöpfung, als das Prinzip der Manifestation dazu herzunehmen. Irgendjemanden zu brauchen, der einem sagt, wie es geht, und oder zu brauchen, zu sagen, Gott hat mich erleuchtet, oder zu glauben, zu sagen, ich habe einen Seelendownload bekommen oder meine Seele hat mich geführt und mir das gezeigt und deswegen darf ich das jetzt machen und deswegen, weil meine Seele mir die Erlaubnis gegeben hat, bla bla bla. Mittlerweile kann ich wirklich nur noch lachen, wenn ich solche verzweifelten Argumentationen höre oder sehe oder lese, wo ich sagen muss, Mann, ehrlich, du brauchst kein Bullshit verzapfen, du musst nichts faken, du musst nichts erzählen, du musst keine Geschichten aufbreiten, sondern du musst dir nur klar sein, wer du bist und was dir alles zusteht und dass es dir grundlos und bedingungslos zusteht und dass du diese Verkörperung einfach hier jeden Tag leben darfst, in Freude, in Freiheit, in Fülle, in Erfüllung, weil dieser Zustand der Erfüllung bringt dir Geld, Liebe, Freude, Gesundheit, all deine Wünsche. Aber wenn du hier rummachst und irgendwie versuchst, einen Erlaubnisgeber für dein Business zu finden, indem du sagst, Gott hat mich erleuchtet, ich bin jetzt erleuchtet, vergiss es. Du hast verstanden, wie Kreation und Manifestation funktioniert. Und du wendest es an. Du bist alles, was du dir vorstellst. Du bist alles, was du dir vorstellst. Alles. Es gibt nichts anderes. Du bist es. Und wenn du dir selber irgendeinen Dünnsinn erzählen musst, dass du auftreten kannst, dass du erzählen kannst, dass du sichtbar sein kannst, dass du dich wichtig und wertvoll fühlen kannst und ich dann dich sehe und merke, oh Mann, wen kopiert sie? Wo ist sie wieder Papagei? Was für ein Business-Konzept versucht sie umzusetzen? Es ist nicht ihrs. Sie versucht, Copy-Paste zu machen und irgendetwas Eigenes draus zu machen. Sie versucht, einen Text, den eine Artificial Intelligence, AI, geschrieben hat, ein bisschen umzuwandeln und so zu tun, als wäre es ihr eigener Text. Leute, das ist sichtbar. Diese Energie ist da. Dieses Hustle, dieses Probieren, dieses und jetzt zeige ich mal, wie toll ich bin, aber ich glaube selber noch nicht. Ich glaube noch nicht an mich. Ich glaube noch nicht, dass ich wirklich alles verdient habe. Ich glaube immer noch nicht, dass ich es richtig mache. Ich glaube immer noch nicht, dass ich richtig bin. Ich glaube immer noch, ich muss irgendwie am allermeisten mir selber noch was vormachen, dass ich jemand anders bin und zeigen, dass ich irgendwie in Hawaii bin und sonst wo irgendwelche grausamen, tollen Channelings empfange. Du kannst auf der Müllkippe hocken, den geilsten Vibe ausstrahlen, weil du weißt, ich bin's und ich muss niemandem was vormachen, ich muss niemanden beeindrucken. Ich muss meine Kunden nicht blenden, indem ich sie die ganze Zeit volltexte mit irgendeinem Bullshit, sondern ich bin einfach ich und ich genieße es. Ich genieße es wirklich und ich mache es nicht, um irgendetwas Fakes auszudrücken und zu hinterlassen, sondern ich mache es, weil ich das wirklich bin. Weil ich wirklich das machen will, weil ich da Bock drauf habe, weil ich begeistert davon bin. Und nicht, weil ich einen Download bekommen habe oder weil Gott mich führt oder Gott mich erleuchtet hat, sondern weil ich begriffen habe, dass ich Gott bin und dass ich keinen Blödsinn mehr, keinen Erlaubnisgeber, keine Zusammenhänge und keine Überzeugungen mehr hier vertexten muss, um Marketing und Kundengewinnung zu machen, sondern einfach, weil ich es bin und weil ich weiß, wie das Prinzip funktioniert. Und Erfüllung bedeutet Erfüllung von Geld, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Es ist da. Es ist jetzt da. Ich kann mich so verhalten. Living in the end, das meint Neville Goddard. Und jetzt möchte ich dir gerne noch etwas klar machen, erklären, auseinanderbüscheln. Eine Aussage von Neville Goddard. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt der geistigen Vorstellung.
ja, der geistigen Vorstellung. Weißt du, was das heißt? Es ist hier mental, nur in deinem Kopf. Die Vorstellung, weißt du, wie die entsteht? Das ist kein Bild. Wenn du ein Bild suchst, dann hast du keine Vorstellung von einer Vorstellung. Eine Vorstellung ist etwas ganz Komplexes. Es sind deine Annahmen, es sind deine Glaubenssätze, es sind deine Überzeugungen, es sind deine Rückschlüsse, es sind deine Denkmuster. Und vor allem ist es dein Rückschluss auf dich. Immer wieder, wer du bist. Wegen einer Situation, wegen einem Live, das du machst, wegen einem Angebot, das du machst, wegen einem Pricing, das du lebst. Wegen dem, wer bist du? Wer bist du in deinen Augen? Es ist so scheißegal, was du machst. Es ist so scheißegal, was du anbietest. Es ist so scheißegal, was du willst. Es ist so scheißegal, in welcher Preisrange du lebst. Es ist nur wichtig, dass du weißt, wer du bist damit, wer du bist. In deinem Business, mit deinen Angeboten, mit deiner Price Range. Das ist so wichtig, wer du bist. Und dass du liebst, wer du bist, wenn du das tust. Dass du so dich wirklich gut und richtig fühlst. Vollkommen in Ordnung, egal was du tust. Billig, teuer, mittel. Aber tu es doch bitte nicht, weil dir jemand sagt, das musst du tun. Sag doch das bitte nicht, weil dir jemand sagt, das musst du sagen. Sondern sei du selber, du in deinem Divine Design. Und dazu brauchst du diesen Prozess. Du brauchst den Prozess, dass du erkennst, wer bin ich in meinem Divine Design. Ohne diesen ganzen Kladderadatsch, ohne Annahmen, Rückschlüsse, Denkmuster, Selbstkonzept. Dann bist du rein, dann bist du klar. Und dann kannst du sein, wer du willst. Und du bist im Kern immer du. Göttliches Du, Du Gott, God Self, Divine Design. Und daraus hast du Denkmuster. Alles ist gut und alles ist richtig. Ich darf alles haben. Alles kommt zu mir. Da wirst du empfänglich mit. Ich muss nichts tun. Ich muss nicht besser werden. Ich bin gut genug. Ich bin perfekt. Ich bin absolut großartig. Ich muss hier keinen Blablabla Zampano aus mir machen, sondern ich darf einfach sein, wie ich will. Und nachher brauchst du auch keine Konsequenzen zu fürchten. Alles hat die Konsequenzen, die ich annehme. Und ich nehme grundsätzlich nur das Beste für mich an. Alles, was ich mache, ist geil. Ich muss nichts machen, damit andere denken, ich bin geil, sondern ich bin eh geil. Selbst wenn ich auf der Müllkippe hocke und heule, bin ich geil. Und mir steht alles zu und mein Wert liegt nicht daran, wann und wo ich bin und wenn ich auch, wie ich bin, gerade in welchem emotionalen Zustand. Heulen auf der Müllkippe kann ich wissen, wer ich bin. Kann ich festlegen, wie ich wirke, wie das wirkt. Und das wirkt, das wirkt. Nicht das andere Zeug, was du machst, was du glaubst, was du machen musst, damit du endlich diesen Reichtum hast, diese Erfüllung, Freiheit, machen, was du willst, erleben, was du willst auf dieser großen, weiten Welt. Und das ist Vorstellung, die Vorstellung, die du als allererstes von dir selber hast. So, und mit dieser Vorstellung und über diese Prozesse, wo deine Vorstellung geboren wird, eben über deine Ansichten über dich, weil da draußen ist ein Spiegel, eine Reflexion von dir. Und jede kleine Ansicht, die sagt, hoffentlich kommt es gut an, hoffentlich klappt es jetzt, hoffentlich kaufen die Leute das mir ab, hoffentlich kaufen sie es mir ab. Man muss mir nichts abkaufen. Ich weiß es, ich muss gar nicht versuchen, etwas abzukaufen. Ich bin so sicher in dem, dass ich weiß, wer ich bin, wie ich wirke, was mir zusteht. Ich muss gar nichts verkaufen, ich brauche keine Ansätze, ich brauche keine Methoden, ich brauche gar nichts, weil ich es weiß. Und ich lehre ein Wissen, eine Methode, die jeder auch schon weiß. Ich denke mir gar nichts Neues aus. Es ist einfach so, so funktioniert das Universum, so funktioniert Manifestation, so funktioniert es, dass ich die Sachen
habe, erlebe die Hammel. Und dazu muss ich raus aus dem, was du tagtäglich siehst, in dieser Matrix, in diesen Medien. Alles, was dir sagt, Umzug, das ist ein Erfolgskonzept. Das ist eine Erfolgsstrategie. So musst du es machen. Bist du schon wieder falsch? Auf dem Holzweg, weil wenn du da bist und das hörst und das annimmst und das für dich wahrnimmst, dann heißt es immer, du machst es falsch, du hast es nicht gut genug gemacht, du bist nicht gut genug, du hast es nicht verdient, du bist es nicht wert. Und es ist der allererste Schritt, dass du in diese Identität, in diese Divine Design, göttlich designte, fehlerfreie, 100% in Ordnung, kein Schuld, keine Scham. Hawkinson-Skala, ich habe ein Video gemacht auf YouTube, solange du da noch irgendwo im roten Bereich rumeierst, kannst du versuchen, Business zu machen, Erfolg zu erschaffen, mit Liebe, Partnerschaft oder was auch immer. Es wird nicht dauerhaft sein. Es wird on and off sein. Es wird gut und wieder schlecht sein. Und das hat doch keiner Lust drauf. Jeder möchte doch Stabilität. Jeder möchte angstfrei sein. Jeder möchte sorgenfrei sein. Niemand möchte doch befürchten, dass es wieder ein Bach runtergeht und dass ich kein Geld habe und dass mein Lover abhaut und weiß der Geier was. Dass ich irgendwas Falsches sagen könnte. Dass ich falsch auftreten könnte, dass ich falsch angezogen sein könnte, dass ich einen falschen Eindruck hinterlassen könnte, dass jemand etwas Schlechtes über mich denkt, das will doch niemand. Aber das muss zuerst aufhören, bevor du überhaupt anfangen kannst, Business zu machen. Und dann ist es scheißegal, wie du Business machst, welches Business du machst, was du anbietest, zu welcher Price Range. Es ist völlig egal, wenn du dich selber verkörperst, deinen Wert. Und das machst du selber und keiner sagt dir, wie. Ich sage dir nur, wer du sein musst, darfst, sollst als dieses Divine Design Wesen. Und ich sage dir nicht, was du tun sollst und wie du es tun sollst, sondern ich sage dir, was du nicht mehr tun musst, was es nicht mehr braucht, was dich bremst, was dich abgrenzt, was dich davon abhält. Ich weiß es, wenn ich mit dir spreche. Weiß ich, was du über dich denkst. Hab deinen kompletten Film, hab deinen kompletten Eigenspiegel, sehe ich, kann ich sehen in dir. Und ich weiß, was falsch läuft in deinem Kopf, was dich trennt von deinem Erfolg, was dich trennt von deinem Business. Und da reicht mir ein Post auf dem Internet. Da reicht mir ein Video, da reicht mir ein kurzes Gespräch und ich weiß, was du denkst über dich und die Welt. Das braucht nicht lang. Du kannst bei mir ein 20-Minuten Gespräch machen und ich ziehe dich so nackt aus und zeige dir deinen Spiegel, den du nicht sehen kannst, weil du nicht reinschaust. Ich ziehe dir das Tuch von deinem Spiegel weg und sage dir genau, was du über dich denkst, was deine Annahmen sind, was für ein Bullshit im Human Design du tatsächlich noch glaubst. Und das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Im Privaten habe ich lange gebraucht, um mir das abzugewöhnen. Weil nur die Leute, die mir einen Auftrag geben, die sich wirklich, die ready sind, sich zu sehen und die diesen Shift machen möchten, aus der Lüge in die Wahrheit, ohne wieder irgendwas zu verfolgen, diese Lady, von der ich spreche, die hat 100.000 verschiedene Ausbildungen gemacht. Was weiß ich nicht was, von Aura lesen bis Akasha-Chronik lesen bis bla 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 und bunte. Jetzt im Moment ist sie im Coaching bei einer Lady, die die 4 Schritte in die Freiheit unterrichtet. 4 Schritte sind's. Es ist ein Schritt. Du bist. Und wie du dich da hinkriegst, diese Person zu sein,
die draußen gespiegelt kriegt. Erfolgreich, Reichtum, Freiheit, gut genug, Liebe, Anerkennung. Das ist ein unendlicher Schritteprozess. Da geht es so lange, bis du deinem Ego sagst, leck mich am Füdli, wie man in der Schweiz sagt. Ich glaube, das kann Facebook überhaupt nicht entziffern und findet es natürlich überhaupt nicht als schlechte Sprache. Aber leck mich am Füdli, aber Vollgas. Ich bin göttliches Design. Ich habe keine Schuld, ich habe keine Scham, ich habe nichts auf mich geladen, außer dass ich einen Bullshit über mich geglaubt habe, dass ich meinen Wert nicht erkannt habe und dass ich Vorstellungen habe, die sich da draußen realisieren. Und das tue ich jetzt bewusst verändern. Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mir Scheiße erzählen zu lassen. Ja, meine Lieben, du bist absolut geil. Du bist absolut für alles gedacht. Absolut ready. Du bist absolut bereit. Du bist schon absolut diese Person, die absolut jetzt alles haben und erleben kann. Nichts mehr lernen. Keine Scham, keine Schuld, keine Angst, keine Zurückweisung, keine Sorgen. Hast du Lust, dein Business, das du jetzt schon angefangen hast, endlich dahin zu bringen, wo du es haben möchtest? Zu dir in deine höchste Version, zu dir. Dein Business ist ein Ausdruck von dir. Du bist dein Business. Und wenn da Sachen nicht so laufen, wie du sie gerne hättest, dann ist es deine Verantwortung, zu entscheiden, jemand anders zu sein. Und zwar die zu sein, die du wirklich bist. Dich selber dahin zu erheben, wo du hingehörst. Dir selber Denkweisen, Denkmuster, Vorstellungsprozesse, ein Selbstkonzept, Ansichten einzuverleiben, die der Frau entsprechen, die ein Business und ein Leben führt, das dich so geil happy macht, das dich nicht stresst, das dich nicht irgendwie schlaflos sein lässt, das dich nicht zweifeln lässt. Keine Sorgen sollst du haben. Deiner Passion folgen. Dann ist es richtig. Aber wenn du nicht mal weißt, was deine Passion ist, dann liegt es daran, dass du nicht weißt, wer du wirklich bist. Und da fangen wir an. Absolut ist das absolut geilste Businessprogramm auf Erden. 6 Monate, wir fangen Anfang Oktober an. Du hast noch einen Early Bird Preis bis zum 1. September. Dann steigt der Preis wie immer bei meinen Angeboten, weil ich möchte es für die möglich machen, die nicht so viel Geld haben, aber die dran sind, die mir zuhören, die verstehen, weil sie auf sich selber hören. Ich rede ja nur zu deiner Wahrheit. Ich habe keinen Bock, mein Marketing auf deinen Schmerz oder auf deinen Mangel aufzubauen und dich deswegen dazu zu bringen, zu sagen, bei mir 4 Schritte in die Freiheit lernen zu müssen. Nein, so geht es nicht. Ich erinnere dich dran. Ohne Wenn und Aber. Du musst nichts tun. Du musst sein. Und all das, was du tun musst, passiert in deinem Kopf. Es ist eine mentale Erkenntnisarbeit, dass du Lüge von Wahrheit trennen kannst und dass diese Wahrheit so tief sinkt, dass du einfach sagst, logisch. Wenn du dich absolut für absolut interessierst, schreib mir. Schau auf meine Homepage, da ist es schon ausgeschrieben. Ich möchte mit dir vorher sprechen, damit ich weiß, ob du ready bist. Weil ich habe kein Interesse daran, dass irgendjemand viel Geld in sich investiert und dann nicht bereit ist, es wirklich umzusetzen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.